anbeten oder so, ob das ihr Bereich hier in der Nähe ist, keine Ahnung. Das ist mir natürlich nicht so. Ein guter Bereich. Der macht das nicht, zündet was an, hat Holz in der Hand. Sieht ein bisschen auffällig mit dem Feuer, aber wenn den zu uns kommt, dann hoffe ich, dass sie sich abschreckt oder sie verbrennt. Verbrennen lässt, meine ich. Der Kollege lässt sich gar nicht mehr anzünden. Genau. Interessant. Der Kollege lässt sich anzünden. Okay, jetzt habe ich scheinbar mal was angepflanzt. Meine ganzen Samen, genau. Also nicht falsch verstehen, diese Samen hier von diesem Spiel, ja, nicht von mich persönlich. So. Muss hier auch ein bisschen wärmen hier, ne? Im Hunger esse ich mal ein Snackchen. Schlechtes Wetter mal wieder. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen ruhiger. Na gut, die Kollegin. Die Kannibalen sind ist nicht ganz so die Bedrohung, finde ich. Apropos schlechtes Wetter. Ich hoffe, ja, wenn ihr diese Folge hier guckt, müsste dann, ich weiß ja nicht ganz genau, aber müsste ungefähr der Freitag sein. Nicht Freitag der 13., aber Freitag der 28. Und die 28. Folge von The Forest rauskommt. Ja, brennt mal schön. Ich hoffe, das Wetter wird dann gut sein und nicht allzu kalt. Weil dann bin ich auch mit meiner Schwester auf den Ostfront-Konzert in Bremen, Tivoli. Ja, das ist so eine ähnliche Band wie Rammstein, Out of Line. Habe ich noch nicht so viel von gehört. Meine Schwester ist schon ein bisschen mehr drin. Mal gucken, wie das so wird. Vielleicht erzähle ich Ihnen davon auch noch, wie das so war. Ja, ich höre so natürlich noch andere Bands von Out of Line. Ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber früher, man hat immer sehr viel Lacrimosa gehört, wenn der eine oder andere das was sagt. Oder die Band Roter Sand. Ist auch alles weniger geworden jetzt. Dann habe ich natürlich noch, habe ich die Band Schwarzer Engel entdeckt. Ist auch nicht schlecht. Ich nenne jetzt einfach mal erstmal ein paar Namen. Staubkind, Terminal Choice, Chrome. Alles gute Bands. Also kann ich nur empfehlen. Aber so am 10.11.2015 bin ich in Hamburg in der Markthalle. Beim Lord of the Lost Konzert, das wird schon den einen oder anderen mehr was sagen. So ein bisschen in die Rock-Richtung, Rock-Gothic so. Boah, das ist dann eher sowas Akustisches. Haben Blutengel ja auch mal gemacht. Da bin ich nämlich einen Tag später in den Docks in Hamburg. Ja, das ist meine absolute Lieblingsband eigentlich. Na, findest du auch, Kollege. Gibt es seit 1999. Gut, 1999 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht. Also dieses Jahr offiziell 15 Jahre Blutengel. Hab eigentlich soweit alle Singles, alle CDs, alle Alben, eigentlich fast alles. Jetzt nicht jedes T-Shirt und nicht jeden Gedöns, aber soweit schon, ne? Die Musik. Höre die auch regelmäßig. War schon auf 3 Konzerten von denen. Damals hat es angefangen von dem Propheten Kevin, der Bruder.
hat uns mal was gezeigt. So eine CD, also von. Es gab ja die Lifelines. DVD haben wir später geguckt, aber erstmal so ein paar Lieder gehört. Auf CD, als live so, ne? Ja, da fing das dann an. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen natürlich. Manchmal habe ich nicht so mit der Ausdrucksweise, aber 2005 hab ich ungefähr angefangen. 2004, 2005 schätze ich mal so. Länge zu hören und seitdem, ja, verliebt. Ja, ist eigentlich meine große Liebe, kann man sagen. Also meine Lieblingsband, geht auch nichts drüber. Ist Geschmackssache. Polarisieren natürlich auch. Freue mich auch schon auf ihr neues Album Omen. Bin auch immer ganz heiß drauf, wenn ich was bestelle oder so, wenn eine neue Single kommt, ein neues Album kommt oder was auch immer. Ziemlich aufgeregt. Meistens die Premiere gucke ich dann, also höre ich in dem Fall meistens, sei es eine DVD mit meiner Schwester. Da habe ich den Blutengel-Virus auch schon angesteckt. Aber die ist ungefähr Fan seit 2010, 2011 würde ich sagen. 2011 waren wir auch zum ersten Mal auf dem Blutengel-Konzert in Hamburg. Dreimal in der Markthalle. Jetzt sind die umgezogen zu den Docks. Ich glaube, ich dann auch ein altes Kino oder so. Ist auch größer. Gut, die Fanbase wächst natürlich auch. Ne? Zwischenzeit speichere ich einfach mal. Ja, wie gesagt, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen mehr von Ostfront, wenn ich auf dem Konzert war. Müsste ja gerade sein, so während ihr diese Folge vielleicht guckt. Natürlich hat das noch nicht ganz so viele Views, das Let's Play hier, aber ich mache es trotzdem weiter und so. Man ist ja noch nicht so bekannt, der Channel hier. Mal gucken, wo das alles noch hinführt. Wie gesagt, hoffe, dass der Speicherstand hier auch bleibt. Bis jetzt hat es immer getan. Aber die neue richtige Version kommt ja ab dem 1. Dezember. Und da prügeln sie sich. Baut euch bloß die Köpfe ein. Also ich kann hier Ruhe gebrauchen. Aber ich laufe noch mal ein bisschen rum in der Hoffnung, dass sie mal ein bisschen verschwinden. Vielleicht werde ich öfter mal Themen ansprechen, mal gucken, wie sie es immer anbietet. Glück gehabt, dass uns eben keiner angegriffen hat, noch nicht so wirklich. Sonst wäre das etwas schwieriger geworden, denke ich mal. Oh, ein paar Münzen wieder. Ich guck mal, was sich hier noch so findet. Alkohol können wir natürlich nicht mitnehmen, wir haben zu viel dabei. Ich würde mal gerne das Haus weiterbauen. Wir brauchen natürlich auch dringend ein bisschen mehr Nahrung. Wir haben natürlich Snacks, alles haben wir. Die Koffer zu öffnen ist natürlich auch ein bisschen laut. Naja. Ach so, hab dich gar nicht gesehen, Freundchen. Na, schauen wir, ob wir den Kollegen gleich noch kriegen. Ja, covered in blood. Aber die Bombe, die probieren wir auch noch aus. Wie gesagt, wir brauchen mehr Nahrung, wir müssen unser Haus bauen. Am besten noch ein paar Fische finden. Mal gucken, was unser Garten so abläuft. Oder wir fangen uns ehrlich mal mit so ein paar Hasen oder so. Wenn es damit besser klappt. Na, ja, aber hier kriege ich schon noch ein paar Kollegen. Na, ihn zum Beispiel nicht, naja. Ich bin froh, dass hier mal ein paar Tiere rumlaufen.
Es tut mir auch immer ein bisschen leid, aber man muss es ja machen. Den habe ich nicht bekommen, schade. Ja, die sind noch nicht ganz so flink. Auch nicht ganz so flink wie diese Kollegin da. Na, verschwinde! Oh, haben wir schon zu viele? Bisschen Rüstung, ne? Ich habe nie. Ah, die hat schon ein bisschen Respekt vor mir. Da können wir echt keine